Hallo! Schön, bist du wieder da. Wir sind gerade im Wald, weil das ist immer so ein bisschen schwierig, so rauszufinden, wann können wir ein Video machen, wie, wo, und da sind wir ein bisschen flexibel. Und ja, auch möchte ich gerne noch was dazu sagen, weil ja oft kommentiert wurde bei unseren Videos, dass es zu leise ist. Ja, dazu möchte ich einfach sagen, das menschliche Gehör kann den Strom hören. Das menschliche Gehör kann die Fledermäuse hören, wenn die zirpen. Der Mensch ist fähig, hell zu hören, also sogar die Flügel von den Engeln zu hören und ihre Stimmen wahrzunehmen. Und gerade das Herz spricht leise und in sanften Tönen. Und wenn ein Mensch jetzt nicht mehr so mit dem Herzen verbunden ist und mehr mit dem Verstand oder mit dem Ego, dann merkt man automatisch, wie die Stimme sich verändert und wie er lauter spricht. Und wenn zum Beispiel ein Mensch lügt, verändert sich auch sofort die Stimmlage oder die Art, wie er spricht. Genau, also nur, dass du weißt, ich tue nicht bewusst leise oder bewusst lauter reden, sondern ich rede einfach, wie es gerade kommt. Ja. Und man kann es auch einfach als Aufforderung nehmen, seinen Gehörsinn ein bisschen zu schulen und zu üben. Weil wenn etwas im ersten Moment als leise ist und du hörst es aber zwei, dreimal, plötzlich verstehst du es, das Gehör stellt sich wieder auf die leisen, sanften Klänge ein. Oder wir leben ja in einer Welt, wo das alles super laut, oder? Und die Herzen und die Liebe, auch die Engel oder die Naturwesen, wenn wir jetzt gerade so hier im Wald sind, ich höre sie jetzt auch gerade, wie sie sich hier freuen, dass wir hier das Video machen, sind auch leise und mögen es eigentlich nicht so laut. Genau. Und das ist ja gerade jetzt so mit diesem Wandel oder Strukturen, die sich auflösen, wo uns ja von außen immer gesagt hat, du musst so sein, du musst so sein, du musst so sein. Und ich merke dann, wenn ich dann von außen sowas kriege, so eben, du bist jetzt zu leise oder du bist so oder so, wo dann so sich eine Kraft in mir aufbäumt und auch das Herz, das einfach sagt, hey, ich bin so. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin so. Und ich fühle, dass es richtig ist, so wie es ist. Und dass ich so sein darf, ich es mir erlaube und einfach dann so bin. Und erst im Nachhinein frage ich dann halt die Engel oder so und frage, ja, wieso ist das jetzt so oder wieso ist es bei anderen anders oder wieso gibt es so diese Unterschiede? Und da kommt einfach immer so dieses, hey, du darfst auch einfach so sein. Oder wir werden so überall bewertet und korrigiert und zurechtgewiesen und das ist völlig, das kommt aus uralten Mustern, das kommt aus dem Verstand, das ist völliger Blödsinn, weil du bist ein göttlicher Funke, weißt du, du bist Liebe, du bist Licht, du bist lebendig, du bist Vielfalt, Kreativität und es gibt keiner, der so ist wie du, weißt du, du bist so einzigartig und du darfst einfach so sein, du darfst leise sein oder laut oder bunt oder chaotisch oder auch das Video muss jetzt überhaupt gar nicht perfekt sein, wir können jetzt, ja, weißt du, das ist so, unsere Welt ist so aufgebaut, dass wir haben so einen Standard, wie etwas sein muss und dann müssen alle in dieses Schema und es ist so schade, weil dann so die Freude weggeht, oder? So dieser Funke, den wir uns in uns tragen, hört auf zu leuchten. Und dass man da einfach sagen kann, hey, wow, ich darf so sein, wie ich bin, auch wenn es
komplett gegen alles stößt, wie man soll. Aber es fühlt sich einfach so gut an, einfach so das, oh, ich lasse es jetzt mal einfach so strahlen und raus. Ja, du hast es ja auch so erlebt, gell? Ja, viele, viele Muster in uns sind jetzt am Auftriggern, werden angetriggert durch diese äußeren oder auch inneren Einflüsse, die einfließen aus den höheren Bewusstseinsstrukturen unseres eigenen Seins, also nicht von außerhalb, sondern die sind wirklich von unseren höheren dimensionalen Aspekten, die wir auch sind. Und die sind jetzt dabei, uns neue Muster zu geben. Und darum sieht man auch im Außen jetzt so schön, wie sich diese alten Systeme anfangen, selbst et absurdum zu führen. Also wie sich diese alten Systeme uns so aufdrängen möchten, wir wollen bestehen bleiben, wir wollen so bleiben, wie wir immer waren, wir wollen unbedingt, dass jetzt alle Menschen noch strukturierter werden und sich noch mehr anpassen und noch mehr im Business noch mehr Sitzungen gemacht werden. Alles wird noch genauer geplant und man sieht, es geht irgendwie immer mehr nach hinten los, weil diese, eben, das ist ja auch kein Zufall, dass jetzt im Außen, obwohl das ja von den eigenen, von diesen Systemen selbst so initiiert wurde, fühlen sie sich ja trotzdem wie am Nasenring durch die Arena. Also, jetzt wird er von der geistigen Welt zugelassen. Dass dieses Theater da stattfinden darf. Und wer jetzt noch alleine im Auto sitzt und eine Maske dabei trägt, okay, der darf das machen. Aber es werden jetzt auch vielleicht doch manche Menschen überlegen oder ins Herz gehen und denken, möchte ich das wirklich, was hier so stattfindet. Und das ist vielleicht nicht die Mehrheit, aber das sind doch einige. Und diese Muster, die da jetzt so schön in uns dadurch auch ja, angetriggert werden, ziehe ich jetzt eine Maske auf, gehe ich in das Geschäft mit oder ohne Maske, mache ich das, gehe ich in die Rebellion oder mache ich das. Und dieses ganze Theater, was im Äußeren jetzt so stattfindet, ist ja dazu da, dass wir bewusster werden. Und wie gesagt, wir haben das ja auch im Vorvideo schon gesagt, die wirklich schwierigen Sachen wurden ja von der geistigen Welt schon längst verhindert. Und das, was jetzt im Moment im Außen stattfindet, ist ja ein Rohrkrepierer. Das war ja viel schlimmer geplant und das wurde ja nicht zugelassen. Also die Allmacht des Göttlichen ist jetzt voll da. Es wird nur noch zugelassen, was uns bewusster macht, uns ins Herz führt, uns mehr Muster entledigt, alte Muster, dass wir merken, halt stopp, ist ja viel schöner, wenn man mal in die Natur gehen kann, wenn zum Beispiel irgendwelche Lockdowns da im Äußeren stattfinden. Die ganzen Sachen oder die ganzen neuen Energien, die jetzt reinkommen, bewirken diese Unordnung im Außen, weil sich das Alte wie der Schnee von gestern, der ist noch da, aber die Frühlingssonne strahlt jetzt immer mehr hinein und der Schnee von gestern schmilzt. Kann man nichts gegen machen. Nein, der schmilzt einfach weg. Der ist dann einfach weg. Genau, und das, so wie wir das im Außen sehen, passiert es ja auch in uns drin, oder? Wo dann nochmal so alte Muster in uns drin hochkommen, wo dann sagen, ja, aber eigentlich war es ja gut, so wie es war. Oder ja, eigentlich mache ich jetzt doch mit, wie das so alle jetzt im Außen so machen. Und da kommen wir in uns drin, in den Konflikt, oder? Wie du auch gesagt hast, machen wir jetzt mit, gehen wir in die Rebellion. Was machen wir dann eigentlich, oder? Und da kann ich so empfehlen oder sagen, geh ins Herz, haha. Und einfach halt so im Herzen diesen Konflikt in dir fühlen. Weißt du, du fühlst ja meistens schon das Neue, wie du mehr leuchtest, Freude hast, wie du auch befreiter bist. Also ich selber spüre, dass halt so meine Seele viel mehr Platz hat jetzt, weil halt so ganz dunkle Schichten
weg sind, weil schon ganz viele Strukturen weg sind, hat das Licht jetzt viel, viel mehr Platz. Wow, danke. Also alle, die dazu beigetragen haben, super, danke. Also das ist echt super cool. Und dann trotzdem auch, wir haben jetzt, also ich habe jetzt angefangen, die Ernährung umzustellen, wo ich dann doch in mir merke, so, ah nein, ich möchte jetzt doch so ernähren wie früher oder eben, ich möchte jetzt doch noch so das behalten und so. Obwohl das Neue schon da ist, oder ich habe es dann so erklärt, ich habe meine alten Schuhe, mit denen bin ich so lange gelaufen, die sind so bequem, und ich habe aber schon neue Schuhe, und die neuen Schuhe sind viel schöner und leichter und glitzern sogar noch, aber trotzdem ist so, ah nein, ich ziehe jetzt wieder die alten an, oder? Wir sind so Gewohnheitstiere, oder? Und da sind wir dann so aufgefordert zu sagen, okay, also im Außen ist so viel Veränderung und Neues, wo ist dann in mir das Neue, weißt du, und wo halte ich vielleicht noch irgendwo am Alten fest, wo ich dann sage, komm, also diese Schuhe hast du jetzt echt 6 Jahre getragen, sie sind zwar bequem, aber sie sind nicht mehr die tollsten, zu sagen, gut, ich kann sie ja erstmal noch in den Schrank stellen, mal die neuen anziehen, und du merkst, wenn du eine Woche die neuen anhast, denkst du, ach, was will ich mit den alten, und weg damit, oder? Und das passiert so, hier auf der Erde passiert es ja immer für die Erde, für das Wesen und dann für jeden einzelnen Menschen auch und dann für das Land und für den Kontinent. Wir sind ja alle so verbunden und halt wie so eine große Familie und machen das so zusammen, oder? Und wenn jetzt jemand fragt, ja, was kann ich tun, ich will was tun, schau in dir, weißt du, wo ist das Neue? Umarme es, nimm es an, verbinde dich damit, gerade wenn du dich nicht so gut fühlst. Verbinde dich einfach, wie es die Erde in 10 Jahren, und stell dir vor, wie wir alle frei sind und wie das toll ist und wir nur den ganzen Tag feiern und essen und tanzen und alles in Hülle und Fülle da ist, oder? Und schau, wo hältst du noch fest am Alten, weißt du, so, na, ich will doch noch die Arbeit machen, obwohl ich eigentlich immer Kopfschmerzen habe und müde bin, aber so, eigentlich bin ich ja noch zufrieden, eigentlich ist es ganz okay. So, nein, du sollst nicht zufrieden sein, oder eigentlich ist es okay. Nein, das Göttliche will doch, dass du strahlst und explodierst vor Freude und es halt so dich lebst, weißt du, es soll nicht okay sein, es soll nicht zufrieden sein, es soll genial sein, es soll Hammer sein, weißt du, so sind, wie ich das kenne, die Seelen und das Göttliche und die Engel. Und auch jedes Mal in meinem Leben, wenn wieder ein Schritt und eine Veränderung ansteht, werde ich auch so geschubst und mein geistiges Team dann sagt, so, jetzt mach das. Und ich habe so, ah, nein, 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 nein. So, doch, mach das, aber es ist doch gut, ich bin doch jetzt glücklich, so wie es ist. So, nein, geh jetzt. Und dann gehe ich und dann ist es ein Moment, die Umwandlung ist ein bisschen unangenehm, so, ah, das Neue, lalala. Wenn du dann im Neuen bist, denkst du, oh, wieso habe ich es nicht schon früher gemacht? Das ist ja viel besser als vorher, oder? Aber der Verstand kann das nicht verstehen, dass es etwas gibt, das noch schöner ist, weil das ja, der Verstand ja beschränkt ist, oder? Aber das Herz weiß ja, du, wir können noch 100 Schritte gehen und jeder Schritt ist noch schöner und noch schöner und noch potenzierter, oder? Und jetzt ist ja auch die Zeit, wo wir so drauf gewartet haben, die jetzt schon länger in der spirituellen oder früher nannte man esoterischen Szene oder wie auch immer sich da darin bewegt haben, die haben ja lange gewartet und immer gesagt, Mensch, und es kommt nicht und oh, es bleibt alles, wie es ist. Und jetzt kommt es sehr soft im Verhältnis zu dem, wo manche Propheten vorausgesagt haben. Ich erinnere da an Nostradamus und andere, Ehlmeier etc. Und es kommt sehr soft. Und wir merken trotzdem, wie wir so schnell an unsere Grenzen kommen und oh, es ist alles so schlimm. Oh, es ist Katastrophe. Ja, aber Katastrophe heißt auch, dass da eine Neuordnung stattfindet. Denn ihr kennt vielleicht diese Sandbilder und das sind, ich möchte das einfach für den Verstand noch ein bisschen begreiflicher machen. Es gibt
eine Metallplatte und da kannst du Sand drauf streuen oder Salz und dann gehst du mit so einem Geigenbogen vorbei und dann entsteht ein Ton. Und das kann man aber auch mit Lautsprechern machen und dann kann man den Ton langsam erhöhen und genau das findet auf der Erde statt. Der geht immer höher und vom Bewusstsein her auch die Schumann-Resonanzfrequenz und so, das ist jetzt so ein bisschen für uns die Männer. Und wenn dann Muster entstehen, entsteht das und es bleibt. Es entsteht eine Information, es wird etwas in Form gebracht. Also Klang erzeugt dann auch dieses Klangmuster auf dieser Platte. Und das haben wir auf der Erde auch. Da haben wir die Akupunkturpunkte, wir haben die Hotspots, die Energien, wo miteinander verbunden sind und so. Das sind diese Klangmuster, wo sich so diese Energien sammeln und wirbeln und weitergehen und so, geomantisch gesehen. So. Und wenn jetzt diese Energie, dieser Klang steigt, dieser Bewusstseinsklang, gerät dieses ganze Muster irgendwann in Unordnung. Alles. Kurz. Und dann geht der Klang höher. Also es war vorher länger stabil. Es blieb immer noch stabil. Und auf einmal ist alles in Unordnung. Das ganze Muster verschwimmt. In dem Moment sind wir jetzt so langsam in diesem Bereich. Und kurze Zeit später, zack, steht das ganze Muster wieder, ein ganz neues Muster. Viel höher schwingend. Und höher, ja. Und genau das findet jetzt statt. Ihr kennt ja auch diese 432er Frequenz oder 528, sind alles so Frequenzen. Und auf der Erde findet jetzt auch sowas statt. Nur noch viel, yay, viel kräftiger. Potenzierter, weil wir noch durch diesen Nullpunkt durchgehen. Und da wird noch ganz, ganz kräftig dafür gesorgt, dass wir, die zugestimmt haben, dass wir hier inkarnieren möchten, zu der Zeit, wo wir jetzt sind, geplant mit unserem höchsten Selbst, mit unseren Engeln, die uns begleiten und Meistern und Schutzengeln und alles, was da ist. Genau vorher sich das überlegt, möchte ich das? Wir haben alle zugestimmt, wir sind freiwillig hier inkarniert, in Karne, ins Fleisch gegangen und haben jetzt genau diese Zeit, auf die wir so lange gewartet haben. Yay! Yeah. Super! Ja, ich glaube, das ist es schon. Dann danke, dass du deine kostbare Lebenszeit jetzt so mit uns verbracht hast und ich wünsche dir, dass du einfach so bist, wie du bist. Genau. Und die ganzen neuen Dinge, die jetzt kommen, werden in uns sehr, sehr eine schöne Zeit bringen. Wir werden neue Möglichkeiten haben. Uns wird geholfen aus der geistigen Welt, aber auch aus den kosmischen Bereichen wird Hilfe kommen, sobald es möglich ist. Also wir sind nicht alleine und ihr müsst, oder ihr könnt wissen, ich sage immer müsst, aber das soll man nicht sagen, ihr könnt wissen oder könnt in euch hineinspüren, dass ja die geistige Welt wirklich hier überhaupt alles erst erzeugt. 3D. Also die haben wirklich die Allmacht, haben manches einfach zugelassen. Aber sie haben die Allmacht zu verhindern, dass ganz, ganz schlimme Dinge passieren. Es wird sich alles schön entwickeln und es wird dann ganz plötzlich ganz schön. Jetzt fängt es an, dass Neues kommt, Altes sich auflösen darf und auf einmal kommt ganz kräftig das ganz Wunderbare, Wunderschöne, Wundervolle. Ja. Super, ich freue mich schon drauf. Okay, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.